Hallo Kameraden und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gwent! Ja, wir haben ein paar Tage nichts gezeigt, sorry. Jetzt wird es aber Zeit, wieder ein bisschen zu spielen mit unserem coolen Deck hier. Wir haben mittlerweile 20 Booster. Das heißt noch 10 mehr und ich mache ein kleines Pack-Opening oder ein großes. Größeres, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine Folge, in der wir nur Karten, also Fässer öffnen. Das Grand Fass Opening, naja. Also eher der Small Fass Opening. Klingt komisch, weil Deutsch-Englisch. Es gab mittlerweile auch einen kleinen Patch. Kleine Verbesserung hier und da, viele Beseitigungen. Und Kartenanpassung. Kleine, wirklich kleine. Ich weiß nicht, ob sie großartig verändert. Also großartig was bewirken. Bisschen Stärke reduziert und so. Gerade wird. Nicht jeder Kampf wurde reduziert, die Stärke oder erhöht, die Effekte, ein paar neue Effekte hinzugeedet, damit die Karten vielleicht etwas schwächer sind. Nicht mehr oder nicht mehr so dominierend. Wir haben die jetzt drei. Oh ja, die Karte ist jetzt um eine Stärke besser. Das heißt, sie ist gut gegen. Die stirbt nicht mehr ganz so schnell tatsächlich. Der hat dafür eine Stärke weniger, der hat zwei Stärkepunkte weniger und so weiter. Nichtsdestotrotz immer noch gute Karten. Weil wegen einem Stärkepunkt ist nicht so wichtig. Weil die Effekte sind mal schon richtig krass. Der eine, der sich plus 15 Power einfach dazu gibt und Gold ist. Ja klar, wir kriegen eine Bronzekarte. Wir spielen gegen Radovid. Was macht er eigentlich? Ah ja. 4 Schaden und 2 gegnerische Karten sind geblockt. Wir fangen mal damit an. Auch wenn wir tatsächlich nur ihn haben. Plus ihn. Nein, nein. Blinder, gieriger Narr. Oh, wir kriegen Haudegenjäger. Okay, für uns nicht so toll. Den können wir locker töten, indem wir jetzt einfach den beschwören. Aber, ja, komm. Und ein bisschen die Handkarten vom Gegner gucken. Bringt mir das was wirklich? Wir spielen den einfach. Preiset die große Sonne! Ist nicht so wichtig. Ob wir ihn jetzt 6 Schaden machen oder ein, L2. Oh nein! Der Schaden ist schon getan. Wir sind bei 10, er ist bei 10. Ja. Spielen wir den aber aus. Bringt der was? Los jetzt! Oh. Naja. Was willst du? Nur wenn man mehr von denen hat. Oh, der ist böse. Dafür haben wir aber diese nette Karte. Ich bin Zwerg und Geschäftsmann. Weil er den Effekt nicht mehr hat. Oh, wir sind bei 21. Hätte ich mal besser drauf geachtet. Wenn er ein guter Spieler ist, würde er jetzt zum Beispiel einfach aufhören. Weil dann hat er immer einen Kartenvorteil. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Ein Vorteil von einer Karte ist wahrscheinlich nicht so überwältigend. Aber macht 4 Schaden. Stimmt, wir sind trotzdem noch bei 17. Bedeutet, wenn wir jetzt aufhören, muss man noch eine Karte verwenden. Und wir würden im Plus 1. Da meine Hand nicht so toll ist, könnte man sich das tatsächlich überlegen. Wir können aber auch den einfach spielen. Und zumindest. Der Hass der Nordlinge verblasst das noch nicht. Da wir wieder richtig groß dabei sind. Ja, nicht wie lautet unser Plan? Ran ans Werk. Alles unklar. Wieso sind die verbessert? Ach, er hat den entblockt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er das getan hat. Dass er den entblockt hat, habe ich übersehen. Und die haben ein Schild jeweils. Das ist echt ätzend. Gut. Wozu? Ich würde sagen, die würde reichen. Ich spüre starke Magie. Da hätte ich mal besser aufpassen müssen, weil er entblockt auch Karten. Und das hat auch mein Gegner gemacht. Immerhin sind wir jetzt. Wir können den zumindest die Stärke kopieren. Er hat eine neutrale. Wo kommt die denn? Beziehungsweise, wenn die immer so angezeigt, wenn. Ach so, neutrale, okay. Ja. Er spielt auch neutrale Karten im Deck, kann man sagen. Besser wäre es, wenn man Hüllen hätte. Wäre cooler. Werdet ihr die Konsequenzen eurer Dummheit erleben? Ah ja, die ist stark. Wie ihr seht, super stark. Er hat 6, wir haben 6. Wir können seine Stärke kopieren, sind wir auf 30, aber das bringt nicht so viel. Wir müssen jetzt zu viele Karten opfern tatsächlich, um in seinen Stärkebaum den Sieg noch irgendwie zu erringen. Stattdessen lassen wir das lieber und hoffen, dass wir ein paar bessere Karten ziehen. Immerhin hat er ein paar gute Karten verwendet schon dafür. Ja.
Ich glaube nicht, dass er großartig Wetter spielt, also packen wir die mal weg. Oh, schade, immer noch eine echt krutzige Hand. Ich habe 5 Karten im Deck, die ich gerne gehabt hätte. Aber irgendwie will der Gegner. Na gut, haben wir die nicht bekommen. Eigentlich würde ich die gar nicht ausspielen wollen, aber. Na gut. Guten Tag. Mich interessiert gerade seine Neutrale hier. Was war das nochmal? Ah, die Haudegenjäger. Na gut. Wieso ist sie neutral angezeigt? Oho, mir schwarz. Weil er sie bekommen hat durch seinen Typi. Oh ja, kommt ins Deck zurück. Können wir nicht kopieren, deswegen hat er die ausgewählt wahrscheinlich. Nun denn, schauen wir mal. Ich tue meine Pflicht. Was er noch so auf der Hand hat. Das ist natürlich eine geile Kombo. Quen auf den. Und dann werden alle auch im Deck ja verbessert. Wir sind bei 11 immerhin. Bedeutet, wenn er den ruft, ruft er noch die anderen aus dem Deck. Jetzt. Das ist die stärkste Einheit im Moment. Und ich kann sie nicht zerstören, weil er sonst. Das ist unfair. Was ist, wenn wir den machen? Auf den. Sollen wir den lieber machen? Oder das? Dann können wir zumindest. Er hat diesen Schild von Quent. Also warte mal. Von Quen. Können wir nicht angucken. So dumm. Schild. Schild? Schild ist brutal. Beschütze Einheit vor dem nächsten Effekt, ihre Stärke verringert. Aber wir können. Okay, das verringert nicht die Stärke. Dann würde ich sagen, spielen wir Deine den Worte aus. Deine Worte haben keine Bedeutung mehr. Und machen eben da Schnee hin. So. Dann kriegt er einen Schaden und verliert sein dummes Schild. So. Und die Reihe ist erstmals. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Ah, okay. Hat er dir gerettet, die Karte? Komm zu Papa! So, er sieht ja, dass wir die haben. Er hat jetzt alle Infanteristen ausgespielt aus dem Deck. Weiß nicht, was die Karte ist. Werden wir auch nicht herausfinden gerade. Will aber keine 3-Einheit kopieren, aber es scheint, dass er. Hätte vor den anderen. Ich komme! Ja, komm hier. Haben wir eine 3-Einheit. Und sind natürlich noch komm etwas zu Papa. Minus. Ah, das war so ein Infanterist. Jojo. 1, 2, 3. Ja gut, komm, wir müssen den tatsächlich benutzen. Das ist ätzend. Meine Männer wissen, also wissen wir zumindest, was wir da. Was er da hat. Den nicht, weil ich will den natürlich noch damit aufdecken. Ja, den da hat er. Stimmt. Wow, nee, stimmt nicht. Muss nicht. Aber das ist, den kann er überall platzieren, wo er will, okay. Lach ich etwa? Ich mein's tot ernst. Wow, spiel 2000 Karten aus deinen Decks aus. So, gar nicht mighty. Was willst du von mir? Also ich fürchte, dieses Deck ist gerade ein bisschen hardcore. Das Gute ist. Für Temerien! Er hat. Wir könnten jetzt, wir müssten. Ja, können wir nicht machen, weil er dann. Der ist zu spät. Der ist eindeutig zu spät, wenn er ausspielt. Das sieht nicht gut aus. Leute, wir zerstören. Das bringt gar nichts, eine Einheit zu zerstören. Das Problem ist. Ja, die stärkste Einheit ist 3. Wir haben 2, 3 davon. Er hat 1, 2, 3, 4, 5 davon. Warte mal. 3, 6, 9, 12, 5, 10. Ja, dann wäre er auf 16 und wir sind bei. Das Gold, okay. 3, 6. Also, das ist zu wenig. Na gut. Ich tu, worum du bittest. Diesmal. Zerstören wir eben. Irgendwas. Sowas hier. Mega. Und dann setzen wir den und dann haben wir gewonnen. Ah, wir müssen sogar. Wartet. 3, 6, 9, 12. Dann ist er nämlich auf 16, oder? Wir verlieren 3, 6, sind wir auf 21. Und dann habe ich auch noch meine Starkeinheit. Habe ich richtig gerechnet? So, wir wissen, was er noch hat. Eine davon zumindest. Und er weiß auch, was wir haben. Ne, 2 sogar. Die stärkt oder setzt zurück.
Ah, das ist eine gute Einheit. Jeder zieht zwei Karten, aber damit bin ich einverstanden tatsächlich. Weil ich stehe noch zu Diensten. Oh, okay. Eine gute 10er-Einheit. Erstmal hier die dicken Einheiten rausgeholt. Los jetzt! Ja, okay, hat er so oder so damit. Das ist egal. Preiset die große Sonne! Können wir leider nicht mit aufdecken. Wir haben auch recht schlecht gezogen, das heißt. Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Diebel-App-Hase. So. Jetzt kommt es drauf an, was er da noch versteckt hat. Kann er den jetzt auf Null bringen? Das ist so unfair. Ja, er zerstört ihn einfach, weil die Basisstärke ist zu gering. Aber, what the fuck? Eine Karte, die Basisstärke geringer als 0 hat, stirbt einfach. Scheinbar. Obwohl die Power stark genug ist eigentlich. Hätte den rauspacken müssen, als ich gesehen habe. Ich werde nicht mehr gutes Spiel nur machen, wenn der Gegner schon vorher ein gutes Spiel gesendet hat. Deswegen warte ich da mal ein bisschen. Und wenn er mir nicht sendet rechtzeitig, er hat ein Zeitlimit, dann Pech für ihn. Wenn mir dann irgendwann kommt, nach 100 Jahren, oh, schau mal, ein gutes Spiel, dann, what the fuck, zu lame. Manchmal hat man auch einen Bug und kann das gar nicht aktivieren. Dann hat der Gegner leider Pech gehabt. Hab ich einmal gehabt. Dieselbe Traurig. Wenn du Frieden willst, bekommst du Krieg. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders spielen können. Ich hätte den großen Typi spielen müssen. Die wäre besser gewesen, ja. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe wirklich nicht dran gedacht. Wir spielen gegen ein Deck, welches wahrscheinlich Blizzard im Deck enthält. Die ist meistens richtig schlecht. Wo sind unsere Kartenziehkarten? Das ist gerade das, was mich wundert, wo sie sind. Sogar der ist nicht so gut wie unsere Kartenziehkarte. Komm. Ah, da ist sie. Juhu. Wir haben mal Kartenziehkarte bekommen. Da ziehen wir uns nämlich durch das Deck unter anderem. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Deswegen habe ich schlecht gespielt letzte Runde. Hätte ich nämlich den großen Typ hier ausgespielt, hätte er Spore nicht mehr so gut nutzen können. Der wurde auch gestärkt, damit er nicht mehr, obwohl er Schild hat. Ich weiß gar nicht wieso dann. Damit er nicht einfach so stirbt. Jedenfalls kriegt er jetzt seine kleinen Mistviecher alle. Aus dem Deck. Ne, nur einen. Einsatz muss von der Hand gespielt werden, okay. Kriegt aber immer einen Dreier dazu und stärkt, also verringert seine Stärke dafür aber. So, wir könnten jetzt mit dem plus 12 bekommen, sind wir auf 18, also können wir aber auch gleich einfach das machen. Da muss er wissen, ob er noch mehr macht oder nicht. Weil jetzt kommt, machen wir Doppelschaden quasi. Jede Karte, die wir aufdecken, macht viel Schaden, wenn er diese zwei nicht los wird. Also lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr weiter zu spielen, wenn er, wie gesagt, hinten nichts los wird. Weil wir jedes Mal plus 4 haben. Damit ziehen wir gleich noch eine Karte. Okay, sieh drei Zwillinge aus dem gegnerischen Deck an, bronze eine an, verzerre eine und mische die anderen zurück. Welche hat er denn auf? Ach, den. Hat er plus 3 bekommen oder nicht, hä? Verzerner ist doch, achso, ist die normalerweise nicht so stark? Ich weiß nicht. Jetzt bleibt sie jedenfalls so stark. Ja, ich würde sagen, wir werden den jetzt ausspielen tatsächlich. Weil das gibt jetzt eine Stärke von 10, 16, 22 plus quasi. Weil wir drei Karten aufdecken und das sind 12 plus, also 12 Schaden nochmal extra. Also nicht ganz, wenn er den Einsatz trifft wieder. Aber schon ein bisschen was. Und wegen dem Schild nicht. Und trotzdem haben wir mächtig Schaden gemacht. Und eine Karte gezogen. Leider nur die eine. Oh, er hat die aufgelegt. Ah, die muss man echt loswerden. Oh, nur auf 10. Da haben wir echt Glück gehabt. Ich arbeite nicht umsonst. Weil dann können wir den hier. Weil sonst hat er den. Ah, okay, jetzt ist er so oder so tot. Bums, weg ist er. Sehr gut. Sonst wäre er hat ja dieses Zeichen gehabt, weiß ich wie die genau heißt, damit er auf seinem Feld bleibt am Ende des Zuges, wenn er verlieren würde. So, 7 zu 7, das ist akzeptabel, wir haben gewonnen.
die erste Runde. Na, da kann es ja sofort weitergehen, ne? Ist alles klar hier? Jo, schön. So, wir haben gewonnen. Wir werden dann den hier gleich als erstes senden, damit wir nochmal Karte ziehen können. Mann, wir haben so viele. Den könnten wir schon gebrauchen. Den werden wir einfach mal rauspacken, weil er den gesehen hat. Und unser erster Play, ich glaube, der ist schon gut als erster Play, weil wir noch eine Karte ziehen. Meine Kraft und eine Karte von ihm aufdecken. Oh, komisch. Da zum Beispiel sowas. Das spielt ein Mecker aus seinem Deck dann aus. Er muss gewinnen, das heißt, wir können eigentlich spielen, was wir wollen. Schauen wir mal. Na, die sind unfair, die geben ihm eine 3-Einheit, aber er alleine ist quasi eine 10er-Einheit. Er hat ziemlich viele davon. Und ich könnte einen aufhalten, aber das lohnt sich nicht wirklich. Den doppelt zu spielen ist nicht so toll, weil sonst kommt wieder die eine Karte. Okay, zwei Reihen macht der Frost. Na, das klingt gut, dass wir die haben. Ich könnte noch ein bisschen mehr von ihm aufdecken. Wenn jemand fragt, du hast mich nicht gesehen. So, schauen wir mal. Aha. Ketzer rein, Einheit aus einem der Friedhöfe. Das ist cool. Wir sind schon bei 26. Das macht nur einen Schaden jeweils. Und er ist jetzt bei 7 und wir auch bei 7. Das heißt, ja, wir können aber einen aufhalten. Es kommt auch an, welche Reihe. Wir haben da noch einen. Wir haben Katapulte keiner, so lohnt sich das ja gar nicht. Und könnten den aber nochmal aufbessern, damit er länger überlebt. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Oh, Ratner, was hat er am Ende noch? Macht zwei Schaden jetzt auf jede Einheit, auf die stärkste Einheit, glaube ich, in einer Reihe. Ja gut, dann beenden wir die Runde. Weil wir müssen ja nicht gewinnen und er muss noch ein paar Einheiten setzen. Das sind minus 6 jetzt. Das heißt, ich bin bei 21. Das Tor muss gesichert werden. Muss also mindestens eine Stärke von 21 haben. Was er scheinbar jetzt schon bekommt. Oh ja, er kriegt ziemlich viel. Stärke durch seine Heldenfähigkeit dazu. Hat aber viele ziemlich gute Karten aufgebraucht dafür. Und fängt dann nächste Runde nur mit einer Stärke von 6 an. Das ist okay für uns. Weil er eben die Eier alle aufgebraucht hat auch. Das hätte er nicht machen müssen. Er hat aber nur die Harpien verbrauchen müssen. Ja. Dann hat er jetzt nämlich statt nur eine Stärke von 3 eine Stärke von 9. Na gut. Dann fängt er mit minus 1 an und wir mit plus 1. Und die Karte ist eigentlich ganz gut gegen ihn und die auch. Echt sind alle einen. Na, der ist mit aber nicht mehr so gut. Den können wir rauspacken. Jo. Das war eindeutig die bessere Karte. Jetzt ist die Frage, ist eine neue Einheit gut genug? Wenn wir den zerstören, ach so, wir hatten den. Können auch einfach das machen. Eigentlich könnten wir das schon machen. Aber das ist, ich glaube, tatsächlich besser. Noch nicht unbedingt besser. Weil du darauf bestehst. Machen wir das so. Dann haben wir auch eine neue Einheit. Weil wenn er zerstört wird, die nächste Einheit wird er stärker. Und dann kommt aber nochmal ein Lecker. Ah. Also können wir den jetzt theoretisch klein machen. Und töten. Dadurch kommt aber der nächste. Oder auch nicht. Er frisst irgendwas aus einem der Decks. Eigentlich die stärkste Einheit müsste er fressen. Damit er eben super stark wird. 15 und 10, das ist schon mighty. Können die jetzt einfach spielen, damit er die nicht auch noch frisst. Auf irgendeine Karte, er hat goldene Karten, die... Eine goldene Karte, wird er von der goldenen Karte gefressen, dann wäre das zu mighty und wir hätten verloren automatisch. So, ich würde sagen, wir spielen den tatsächlich aus, damit er noch seinen Effekt fragt, aktivieren kann und wir unsere eine Karte verbessern. Ah, schau mal, Todeswunsch. Bringt es was, die... Okay, wenn er in der Karte auch eine Karte hat, die sie zerstören kann, dann ja. Weil die macht alle plus 3 jeweils, das sind plus 9. Und, naja,
Wir haben hier 12, 22, nochmal 12 sind nochmal 34 oder so. Ich entsinne mich nicht. Wir werden sehen, was er da hat. Preiset die große Sonne! Und er sieht unsere schöne Karte hier. Ah, okay. Die macht 3 Schaden, glaub. Gute Combo. Aber wir sind hier mit ihm auf 36. Dann haben wir gewonnen. Ich würde sagen, gut gespielt, trotz allem. Nicht übel. Gar nicht übel. 36. Ha. Und wir haben die Karte, wie er sieht. Puh, okay. Damit haben wir einen Sieg und eine Niederlage errungen. Gutes Spiel, finde ich auch. Danke. Bum bum. Und Emte lag jetzt auch daran. Wir hätten gegen den letzten Runde auch gewinnen können, hätten wir anders gespielt. Weil Madrome Lambert haben wir bekommen. Haben wir den jetzt zum ersten Mal oder so? Weil da hätten wir schon 2, weil ich hatte eine von denen. Das gucken wir uns nochmal gemeinsam kurz an. Da ist, glaube ich, bei den Neutralen, weil es schon stark, die zu haben. Und Silbern. So, einer der Karten, die wir haben. Hier. Ne, nur Lambert. Und sonst. Eskil haben wir nicht. Und wen ruft er noch hier? Wesemir genau. Wo ist Wesemir? Da haben wir auch nicht. Das heißt, wir haben irgendwelche Random-Karten zweimal. Ist mir egal. So, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wisst, Däumchen würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüssi.